Nach einem Erbvertrag muss ein Bruder seiner Schwester nach 10 Jahren 8.000 Euro auszahlen. Frage: Wie viel Geld muss er heute bei 1,75% Zinseszinsen an der Bank anlegen? Da es sich hier um Zinseszinsen handelt, dürfen wir diese Formel einsetzen, aber wir schreiben zuerst auf, was angegeben wird und was gefragt wird. Angegeben wird die Anzahl Jahre, also ist klein n gleich 10. Angegeben wird auch dieses Kapital von 8.000 Euro, das ist das N-Kapital nach 10 Jahren. Angegeben wird auch der Prozentsatz, also ist klein p gleich 1,75. Und gefragt wird das Startkapital. Wenn wir in dieser Formel Cn ersetzen durch 8.000, p ersetzen durch 1,75 und n ersetzen durch 10, so stoßen wir auf diese Gleichung. Das ist eine Gleichung mit der unbekannten C0, Startkapital. 1 plus 1,75 geteilt durch 100, das macht 1,0175. Also so. In dieser Gleichung 8.000 gleich C0 mal 1,0175 hoch 10 setzen wir diese Zahl, die rechts multipliziert, auf die andere Seite vom Ist-Zeichen, wo sie teilen wird. Und somit stoßen wir auf diese Rechnung. Das gesuchte Startkapital ist also gleich zu diesem Bruch. Diese Rechnung geben wir dem Taschenrechner ein. Bruch 8.000. Jetzt einmal Kursortaste nach unten, um zum Nenner zu gelangen. 1,0175 hoch 10 ist, der Taschenrechner findet 6725,83. Wir übertragen diese Antwort hierhin und vergessen nicht, sie in Euro auszudrücken. Und schon ist die Aufgabe beendet.